Hallo und willkommen zur 68. Episode von Pathfinder Kingmaker. Wir sind wieder bei diesem geheimen Kultistentreffen und schauen mal, ob es jetzt auch schon stattfindet. Nein? Okay. Speichern wir trotzdem, dann haben wir es gleich mal. Dann werden wir unsere Örtlichkeiten weiter besuchen. It is Und schauen, ob done. wir irgendwo was machen können. Eventuell lassen wir auch so einfach Tage vergehen, wenn wir sonst nichts tun können. Jetzt, wo wir ja endlich wissen, dass wir Orte bauen können. Not afraid. Fröschchen. Serves you right. Mach mal geklasst. Your heart is kind. But the shackles of slavery leave deep scars. I'm not sure I take your meaning, Ekin, but being sold into slavery by your own mother, it's true. You can't just forget something like that. No stopping now. Onwards. Der hat sogar schon Waffen. Was ist Varaskas Werkzeug? Schmiedewerkzeug. Okay. Wenn wir das da abliefern, beginnt sicher Erfahrungspunkte dafür. Vor dem Ork. March on! Bin ja wirklich überlegen, ich mach das jetzt. Ich kaufe einen Diamanten zumindest. Oder 6 Diamanten wie oder 5 Diamanten, irgend sowas. Wenn ich mal wirklich wiederbeleben müsste und keinen anderen Ausweg sehe. Ist zwar nicht billig, aber.
Kurz ein bisschen das Ganze sortieren. So. Was bist du? Eine junge Frau fällt dir ins Auge. Sie sieht aus, als käme sie von weit her. Sie nähert sich dir mit tänzelnden Gang und spricht dich im fremdartigen, schleppenden Tonfall an. Möge der perfekte Mensch euch beschützen. Es freut mich, euch kennenzulernen, o Würdiger. Mein Name ist Shania, aber ihr könnt mich einfach die Tulpe nennen. Wie es auch meinen besten Freunde tun. Seit heute die Sonne aufgegangen ist, hatte ich das Gefühl, dass mir eine bedeutende Begegnung bevorsteht. Eine Begegnung, die unser beider Schicksal für alle Zeiten verändern wird. Und seht, so ist es geschehen. Gepriesen sei der perfekte Mensch für das Geschenk, diese Augen in der Zukunft blicken zu lassen. Jetzt sind wir uns also begegnet. Was kommt als nächstes? Ihr, o Würdiger, könnt mir helfen, meine Berufung zu finden. Ich bin von Zweifeln geplagt. Was, wenn ich einen schrecklichen Fehler begehe, indem ich mich für den Weg einer Meisterschmiedin entscheide? Ich, Shinias, die Tulpe, habe schließlich zahllose Wunder gesehen, von denen euer bescheidenes Reich noch nie etwas gehört hat, und ich möchte von ihnen erzählen. Bedauerlicherweise jedoch bin ich eurer Schrift nicht mächtig. Aus diesem Grund benötige ich einen würdigen Schreiber. Ich habe erlebt, wie Meister Kokek die Lehre mit Tätowierungen gefüllt hat, aus denen ein Mensch erwachsen ist. Denn seine Muster waren so fein und tiefgründig, dass die Tinte wichtiger wurde als das Fleisch. Glaub mir, denn ich habe die Geschichte dieser Ereignisse selbst gesponnen. Vielleicht bin ich ja dazu bestimmt, die Muse eines großen Schriftstellers zu werden. O Würdiger, wenn ihr einen geeigneten Schreiber für mich findet, werde ich es euch mit meiner Weisheit und meinen Ratgrüßzügig vergelten. Nimmt sie Liebgeschichten, ihr könnt bitte sprechen. Ich danke euch, O Würdiger. Ich werde euch die Geschichte meines Vorfahrens Fubalak erzählen. Finden wir heraus, ob sie geschickt genug ist, sie niederzuschreiben, ohne die schillernden Einzelheiten auszulassen. Ich grüße euch, junge Lindsay. Ich habe gehört, ihr schreibt ein Buch. Das ist ein überaus glücklicher Umstand, denn ich kann einige Geschichten dazu beitragen, die ich während meiner Abenteuer erlebt habe. Einmal bin ich einem Mönch aus dem Haus der Vollkommenheit begegnet. Er war ein Asket und hatte seit 4 Jahren nichts mehr gegessen. Was, seit 4 Jahren? Und ihr seid euch sicher, dass ihr überhaupt nichts gegessen habt? Vielleicht war ja eher so etwas wie, ihr wisst schon, gemäßigtes Fasten. Das bedeutet, man isst zwar, aber immer nur ein bisschen. Nein, 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 wie kommt ihr drauf? Jegliche Abkehr von seiner Askese wäre eine beschämende Schwäche gewesen. Er hat überhaupt nichts gegessen. Die Leute verehrten ihn als frommen, erleuchteten Mann mit einem unbeugsamen Willen. Allerdings vermute auch ich, als ich ihn kennenlernte, er könnte ein Lügner sein. Ich entschied deshalb, ihn als das zu entlarven, was er wirklich war. Ich muss euch erneut unterbrechen. 4 Jahre, das ist unmöglich. Wenn ich nur einen Tag das Frühstück und Abendessen auslasse, schmerzt mein Bauch so sehr, dass ich nicht mal mehr laufen kann. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass dieser Mönch das alle 4 Jahre geschafft haben soll. Junge Linze, indem ihr euer Augenmerk auf derart unwichtige Nebensächlichkeiten legt, lauft ihr Gefahr, den Kern der Geschichte zu übersehen. Wie ich bereits sagte, entschied ich, die Unaufrichtigkeit des Mönchs ans Licht zu bringen. Ich sicherte mir dafür die Dienste eines Scheitern, der mir noch einen Gefallen schuldete. Der Erdgeist stellte sich vor den Mönch und sang ein Lied. In diesem Moment zuckte das Gesicht des Einsiedlers und ein Schwall Steine kam aus seinem Mund. Stellt euch das vor, er hatte Steine geschluckt, um seinen Magen zu füllen und sich so die Qualen des Hungers zu ersparen. Er hat genügend Steine geschluckt, um seinen Magen zu füllen und überlebt und musste nie wieder etwas essen. Soweit ich weiß, funktioniert das so nicht. Ich werde eure Geschichte natürlich niederschreiben, aber ich bezweifle, dass sie ein sonderlich großer Erfolg wird. Sie ist einfach zu unglaublich für unser provinzielles Publikum. Lindsay wendet sich mit einem schuldbewussten Lächeln ab. Eure Geschichte ist wirklich unglaublich schön. Ich bin womöglich keine so gute Geschichteerzählerin, wie ich dachte. Vergangene Ereignisse in Worte zu fassen, ist schließlich nicht annähernd dasselbe, wie sie erlebt zu haben. Es war vielleicht die falsche Entscheidung, eine Muse zu werden. Bis ich diese Frage beantworten kann, werde ich weiter meiner ursprünglichen Berufung folgen, der Waffenschmiedekunst. Wenn es so gütig wird, mir ein weiteres Mal entgegenzukommen, indem ihr mir in diesem Land eine Werkstatt zur Verfügung stellt, dann schwöre ich euch, ich werde wahrhafte, wundersame Waffen für euch erstellen, wie sie diese Lande noch nie zuvor gesehen haben. Aber lasst mich euch zunächst eine Geschichte erzählen, an die mir mich
unser Gespräch erinnert hat. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Boah, na, du bist... Ach, du Scheiße. Oh. It is done. Kraken. Seid gegrüßt. Wie ihr seht, habe ich mich bereits eingerichtet. Es war natürlich viel Arbeit, aber ich habe jetzt eine ausgezeichnete Werkstatt. Kein Deutsch schlechter als die Schmiede der Gilde. Erzählt mir mehr von dieser Idee bezüglich eurer Familienrelikts und des Meisterstücks. Ragensmine verfinstert sich. Hier ist die Geschichte. Meine Familie besaß eine Plattenrüstung namens Ansturm. Mein Großvater trug sie bei zahllosen Heldentaten. Er war ein wirklich bedeutender Zwerg, aber sie wurden gestohlen von meinem Bruder Kergan und dann ist Kergan geflohen. Seitdem ging ich mir Ansturm nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte vor, das Relikt zu meinem Clan zurückzubringen, um meinen guten Ruf wiederherzustellen. Nachdem ihr mich eingestellt hattet, erzählte mir ein Händler, er hätte Teile seiner Rüstung gesehen, bei der es sich um Ansturm handeln könnte. Kergan ist so ein Idiot. Er konnte keine Käufer für die vollständige Rüstung finden. Dafür ist sie zu wertvoll. Also hat er ihre Einzelteile versetzt, irgendjemand hat die Beinschienen gekauft, ein anderer die Handschuhe und ein dritter den Harnisch. So verkam eine edle Rüstung zu ausgefallenen Krempel. Bitte, findet die Rüstung meines Großvaters und bringt sie mir zurück. Ich verspreche, es wird sich für euch lohnen. Okay. Wie sich herausgestellt hat, sind die drei örtlichen Hände im Besitz von jeweils einem Rüstungsteil. Sie sind wie Geier, die einen Leichnam zerpflücken. Sie kaufen, was auch immer ihre Aufmerksamkeit erregt, ohne sich einen Deut darum zu scheren, ob es gestohlen wurde oder nicht. Einer der Händler hält sich offenbar in der Hauptstadt auf. Ah, ein anderer war in irgendeinem Handelsposten, dessen Besitzer einen merkwürdigen Namen hat. Okay. Und der dritte sucht in einem legen Winkel nach Wertgegenständen, die so er günstig erwerben kann. Okay. Ich glaube, er hat einen bekannten Namen namens Jäger Durmra. Möglicherweise ist es ja auch 7 Besitz des Rüstungsteils. Okay. Ich wüsste gern mehr über euch. Erzählt mir von eurem Handwerk. Wie jeder weiß, stellt mein Volk unübertroffene Rüstung und Waffen her. Wie können einen Krieger so ausrüsten, dass er stundenlang kämpfen kann, ohne dabei zu ermüden oder eine Verletzung zu erleiden? Viele haben versucht, unsere Entwürfe und Verfahren zu übernehmen, aber sie sind nur Nachahmer und unverständlich für die Feinheiten unseres Handwerks. Gefällt es in meinem Land? Nun ja, was soll ich sagen? Es gibt hier ziemlich viele Unruhestifter. Selbst diejenigen, die als ehrenhaft bezeichnet werden, sind nicht unbedingt gesetzestreue Bürger. Ich nehme an, genau das machen Länder wie diese aus den Leuten aus. Ja, okay, das hat eh schon gesagt. Okay, ich hab schon geglaubt, wir können mit dem was machen. Aber gut, das ist eine Aufgabe, die wir suchen können, weil da kriegen wir dann irgendeine urtolle Lösung wahrscheinlich. Auf jeden Fall nochmal löschen, würde ich sagen. Follow me. Bis alles ausgebaut ist. No stopping now. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal hier hin. Ah, nicht hier hin, hier hin. Hier sind eure Werkzeuge. Der Halbock berührt sanft die Werkzeuge, als könnte seinen Augen nicht trauen und umklammert sie dann so fest, wie er kann.
Ihr gebt sie mir zurück. Wirklich, vielen Dank. Jetzt wird alles gut. Ich werde Essen auf dem Tisch haben, diese verdammten Fieber loswerden und das tun, was ich meinen Kindern versprochen habe. Und ich werde mein Wort halten. Gebt mir einen Ort, an dem ich eine Werkstatt eröffnen kann und ich werde hart arbeiten, um mich euch gegenüber erkenntlich zu zeigen. Ja, das heißt, ich muss mehr Werkstätten wohl bauen lassen. Werden wir mal in die Hauptstadt und schauen, ob wir die jetzt vergrößern können. Muss ich schon eigentlich einer von den Händlern müsste das haben. Jetzt rasten. You know, so from a distance. Onwards. Wie finde ich jetzt raus, welche... Ist das kein Volk? Es gibt kein Geld. Okay. March on. Okay, ist die Frage, welche Händler ist es denn? Anscheinend ins Gericht. It is done. Metosto medere che vossa.
Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht vorlese. Ich möchte einfach nur schauen, wer das Item haben könnte. Aber ich glaube, ich werde da eh nicht schlau drauf. Raus. Ist der andere Händler weg? Du musst raus. Muss ich noch mal in Erfahrung bringen. Hallo, Euer Gnaden. Das ist irgendwie seltsam. Unglaublich, dass ich mich einfach so mit einem waschechten Baron unterhalten kann. Ich wollte über Ekon reden. Ich mache mir Sorgen um ihn. Wobei das vielleicht übertrieben ist. Allerdings ist er viel zu trübsinnig. Noch mehr als sonst. Was wirklich schwierig ist. Ein Leben ohne seine Familie muss hart für ihn sein. Aber er ist nicht allein. Er hat uns. Ich weiß, wir können seinen Verlust nicht ersetzen. Aber wir müssen ihm zeigen, dass wir für ihn da sind und er mit uns reden kann. Worauf wollt ihr hinaus? Wenn ihr mich fragt, sollten wir ein ausgelassenes Fest veranstalten und die Gelegenheit nutzen, um ein vertrauliches Gespräch mit ihm zu führen. Wenn wir ihn nur auf ein Bier einladen, wird er garantiert ablehnen. Also müssen wir alles heimlich vorbereiten. Wir trommeln die Gäste zusammen, sorgen für Essen und Getränke, holen Ekon und werden jede Menge Spaß haben. Ich bringe sogar meine Laute mit. Was sagt ihr? Ekon zu helfen ist unsere kameradschaftliche Pflicht und wenn wir dazu ein Fest geben müssen, dann werden wir genau das tun. Ich weiß nicht, ob es ausdrücken wird, aber ich bin froh, dass ihr zugestimmt habt. Ich bin mit Elina, der Wirtin, gesprochen. Sie wird uns helfen, allerdings unter uns. Ich bin nicht sicher, woher ihre Begeisterung kommt, aber egal, ihr solltet mit ihr reden. Und ich überlege mir einstweilen, was ich spielen werde. Okay. Und an deine Sache noch. Komm nicht zu spät. Ich fürchte, wenn wir Ekon jetzt nicht aufhören, wird es zu spät sein. Okay. Dann machen wir das gleich. Dann gehen wir kurz zur Wirtin. Als du dich näherst, macht die rothaarige Wirtin einen unbeholfenen Knicks, Euer Gnaden. Ihr seid gewiss gekommen, um über das Festmahl für Ekundayo zu sprechen. Ich bin gerne bereit dazu. Ich stelle das Essen und die Geräte bereit, alles von bester Qualität. Wie viel wird diese Idee mich kosten? Nicht der Rede wert, Euer Gnaden. Es ist eine solche Ehre für mich, es geht alles aufs Haus. Wer soll bei dem Festmahl servieren? Mit Erlaubnis, Euer Gnaden, für eine solche Ehre mit solchen angesehenen Gästen würde ich es gerne selbst tun, Euer Gnaden. Das ist wirklich komisch. Ich bewundere euren Enthusiasmus. Warum solltet ihr das tun? Oh, Euer Gnaden, und ob? Es wäre mir ein Vergnügen. Ich hoffe, es gefällt allen. Auch Ekandayo. Dann müssen wir uns nur noch auf einen Ort einigen. Es führt wohl kein Weg daran vorbei. Wir müssen es hier in diesem Raum abhalten. Natürlich können wir ihn dekorieren. Verzeiht, aber wenn wir denselben Ekundayo nennen, wird er sich in einem Haus nicht wohlfühlen. Das Festival muss unbedingt in den Wäldern stattfinden, wenn Madame Wirtin dieser Herausforderung gewachsen ist.
Elina ist sprachlos. Entweder aus Überraschung oder Entrüstung oder beiden. Ja, seid ihr? Die Frau steht aufrecht da und lächelt ruhig. Ich heiße Natavia. Ich bin auf der Durchreise durch die Stadt. Eko und ich kennen uns von früher. Lang her, als er noch Karawanen bewacht hat. Wir sind eine Weile zusammengereist. Die Wirtin schützt Lieblern und mustert Natavia. Warum sollte Ekon in den Wäldern ein Festmahl abhalten? Er ist der geborene Waldvorläufer. Unter freiem Himmel fühlt er sich immer wohler. Ich kenne ihn gut. Fällt euch ein geeigneter Ort ein? Vielleicht im königlichen Jagdrevier. Ich habe es auf der Durchreise gesehen. Es ist nicht weit von der Stadt entfernt. Es ist ein gemütliches Eck und es gibt Wasser in der Nähe. Was sagt ihr, Elina? Die Wirtin mustert die Frau, die ihr gegenübersteht. Ich kenne Ekon daher vielleicht nicht so gut wie manche andere, aber ich sehe kein Problem darin, ein Festmahl in den Wäldern abzuhalten oder auf einem Burg oder in einem Sumpf. Wunderbar, dann treffe ich euch beide am vereinbarten Ort. Ach, ich habe in meiner Zeit als Wirtin hier viel gesehen, aber wenn sich jemand einfach so selbst einlädt, die Wirtin schnalzt mit der Zunge. Ach, was ist, nur in mich gefahren. Dass ich so herumnörgle. Ich muss anfangen zu kochen. Euer Gnaden, bitte bringt Ekondaya zum vereinbarten Ort. Linz und ich erledigen den Rest. Okay. Also das klingt ja irgendwie nach Falle. Ich bin schon sehr gespannt jetzt. Weil ich würde wirklich tippen, das ist eine Falle. Vorher, wie sie gesagt hat, muss unbedingt im Gasthaus stattfinden. Deswegen wundert es mich, dass sie jetzt zugesagt hat. Aber wir werden sehen. Und dass sie dann die Wirtin auch noch alles selbst machen, gratis, das ist ganz verdächtig. Erzählt mir etwas über euch. Die Lebensgeschichte steht euch offen. Habt ihr euch verdient? Fragt. Wer kommt ihr? Wo ist eure Heimat? Tuvia, tief im Süden, eine Wüste in der Sonnenorchidee. Wie Gold behandelt, Vater brachte mich nach Absalom, als ich 13 war. Seitdem war ich nicht mehr in meiner Heimat. Mein Weg führte mich vor Absalom immer nach Norden. Wo habt ihr gelernt, mit einem Bogen umzugehen? Wenn ich auf Reisen war, antwortete er, bin unzählige Male durch die Nordlande gekommen. Habe Handelskarawanen beschützt. Wer mit Gold bezahlen wollte, hat sich an die Händler gewandt. Wollte jemand mit Schall bezahlen, war ich zur Stelle. Verehrte Torak? Ja, ich konnte nicht. Alle Götter sind gleich in den Augen der Männer, zu Hause im Mutterland. Hab den Gewählten, der am besten gepasst hat, obwohl er ein Zwergengott ist. Er zuckt mit den Schultern und blickt auf seinen Langbogen. Ich habe früher anständige Menge bewahrt und Bogen gefertigt. Torak segnet Wachen und Handwerker. Habt ihr Angehörige? Nein. Erzählt mir von eurem Leben und in den Laublanden. Glücklich Seiten des Lebens. Schön, sich daran zu erinnern. Schmerz wieder hinzukommen. Gefällt das in diesem Land? Ja, auch daran haben die Laublander keinen Verdienst. Ihr habt es euch in die Laublande verschlagen. War verheiratet. Zu lange vergessen, wie man verteidigt. Zu kurz, nicht lange gedrungen. Meine Tochter muss nochmal von dem Problem. Okay. Nicht meine Antwort. Als er bemerkt, dass die Antwort nicht zufrieden fährt, er fort, wollte nie ein Haustier, aber haben nie eins gebraucht, konnte die Rolle aber nicht töten oder das Dorf verteidigen. Hab nur um Hilfe gerufen, der Waldläufer blickte stinsolosen zur Seite. Für einen Moment wurde alles dunkel, war bewusstlos, bin aufgewacht mit Zunge von diesem Hund im Gesicht. Ihr solltet seine Hilfe annehmen, er ist euch gegenüber absolut loyal. Ich wollte diesen Hund nie. Sie sollten ihn wohl akzeptieren, keine Ahnung. Wollt ihr ihm keinen richtigen Namen geben?
Ikon Seufz ist nicht mehr ein Erklärter. Ein Name würde ihn zu meinem machen. Verstehe, reden wir über etwas anderes. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Ikons Augen blicken dich zwar an, aber seine Gedanken sind offenbar ganz woanders. Um euch zu beschützen, er zuckt mit den Schultern unwichtig. Mein Beileid für euren Verlust, Ikon. Bitte sagt mir, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Danke, mit euch zu sprechen hilft schon. Ihr redet nicht viel was. Okay. Na, ich werde euch jetzt nicht mit weiter. Gut, dann müssen wir einfach so gehen wahrscheinlich. Onwards. Ja, drüben. Na, ich bin gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Wo die Party steigen soll. Ah, hier. Da bist du ja, Schinder. Hui. Ikon, alter Freund, wenn man von Teufel spricht. Ikon macht ein überraschtes Gesicht. Er starrt Natavi und Elina einige Augenblicke lang stumpf und völlig regellos an. Schließlich schaut Ikon fragend zu dir. Wir wollten schon lange mal ein Picknick machen. Setzt euch zu uns. Elina packt Ikon am Arm und führt ihn zu den Tischen voller Essen. Bitte, kommt Ikon Dayo. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch Ikon nenne? Ntave. Als sich Ntave die Haare richtet, bemerkst du die Tätowierung einer stechenden Wespe auf ihrem Handgelenk. Ntave blickt ein paar lang nach und sagt dann leise zu dir, bitte komm zu mir, wenn alle mit Essen und Trinken beschäftigt sind. Ich will mit euch reden. Ntave lächelt und nickt höflich. Ich gebe zu, dass wir uns sehr plötzlich kennengelernt haben. Hahaha, ganz genau. Als wir uns das erste Mal begegneten, musste ich mit ihm sprechen, ohne Rücksicht auf Unterbrechungen. Was sollte ich denn tun? Ich hatte Ikon schon so lange nicht mehr gesehen und war überrascht, von ihm zu hören. Ich würde euch gerne besser kennenlernen. Ich stehe zu Diensten. Woher kommt ihr her? Ich bin in Nantambu aufgewachsen, weit weg von hier. Aber ich mochte dieses Kaff nie. Ich habe es vor Jahren verlassen und nie zurückgeblickt. Ich erinnere mich noch genau, wie ich fortging. Kleine Türme, die mit hellen Mosaiken bedeckt sind, stehen am Horizont, während ich auf einem holpernden Kahn, der vor einem lahmen alten Esel gezogen wurde, unter den Zuckerrohrbündeln liege. Wie habt ihr Ikon kennengelernt? Wir haben gemeinsam eine Karawane bewacht. Zuerst bekonnte ich Ikon nicht ausstehen. Ich hielt sein Schweigen für Arroganz, doch dann schwang uns
zwang uns ein Sandsturm, in einem winzigen Dorf eine ganze Woche lang auszuharren. Wir haben alles getrunken, was die Taverne zu bieten hat, und den Namen da besser kennengelernt. Hat er nicht gesagt, dass er keine Tavernen mag? Und Harvey grinst und blickt in die Ferne. Er hat sich etwas anders verhalten, als er noch jung war. Eine merkwürdige Geschichte. Ikon hat nie etwas von euch erwähnt. Was ihr nicht, sagt Harvey. Das kann nicht sein. Tavish sieht dich grinsen an. Für gewöhnlich ist er so redselig, redet ständig von sich selbst, seiner Vergangenheit, seinen Träumen und Plänen. Hier ein Witz und da ein Scherz. Interessante Tätowierung. Eine stechende Wespe. Hat sie eine Bedeutung? Ihr habt ein gutes Auge, euer Gnaden. Tavish fährt mit dem Finger über das Bild. Diese Tätowierung ist ein Tribut an die Tradition. Sie symbolisiert den Übergang von unbewusster dogmatischer Konformität zur Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Das Thema. Also worüber wolltet ihr reden? Ich wollte euch um einen Gefallen bitten. Wisst ihr, die Wirtin Elina behandelt mich so ablehnend. Ich weiß nicht warum. Gestern hat sie mit mir gestritten, ehe sie die Laken in mein Zimmer gewechselt hat. Und heute weigert sie sich, mir ein Glas Wein einzuschenken. Also dachte ich mir, sie würde dem Baron gewiss keine Flasche Wein verwenden, wenn er darum bittet. Und warum braucht ihr eine Flasche Wein? Und Tavis Lachen ist sanft und mustisch. Was für eine seltsame Frage, warum sollte ich wohl auf einem Fest eine Flasche Wein brauchen? Schön, ich sehe mal, was ich tun kann. Danke, Aldrich. Trotzdem, warum braucht ihr eine Flasche Wein? Das ist irgendwie verdächtig. Reden wir mit Ekan da, ja. Cavallo begrüßt dich mit einem knappen Nicken. Euer Gnaden, will gewiss mit Ekan sprechen. Ich gehe nachsehen, ob alle genug zu trinken haben. Ekan betrachtet Elinas Rücken, dann wendet er sich zu dir und rückt eine seiner Gürteltaschen zurecht. Ein listiger Plan, um einen Jäger zu einem Festmahl zu locken, ruft man ihn zur Jagd. Ihr kennt Lizzy? Sie ist kreativ. Elina hat es mir gesagt, danke. Auf ein Glas Dalton. Wollen wir gemeinsam trinken? Ekon schaut unsicher auf das angebotene Glas. Singt euch nicht, wenn euch nicht danach ist. Ekon schüttelt entschieden den Kopf. Nein, danke. Ich hoffe, wir haben nicht mehr Schaden angerichtet als Gutes getan. Amüsiert ihr euch wenigstens? Es ist gut, unter Freunden und Bäumen zu sein und besser noch, keinen Bogen in den Händen zu halten. Wie geht es euch? Das Leben ist das Leben, es geht weiter, ob wir es wollen oder nicht. Das Kämpfen leid, bereit euch hinzulegen und aufzugeben? Warum gelingt mir nichts? Ihr könnt mich nicht provozieren. Wie ich sehe, bemüht Elina sich sehr, euch zufriedenzustellen. Sie ist die Dame des Hauses, das ist ihre Verantwortung. Verdiebt euch das nicht den Spaß? Ein leichtes Lächeln macht sich auf Ekons breit. Es gibt sehr viel von ihr, alles auf einmal, aber sie ist eine gute Frau. Ich glaube, das ist mehr als nur Pflichtgefühl. Ich habe darüber nachgedacht, dass die Zeit wird es zeigen. Reden wir über etwas anderes. Warum habt ihr mir nie von Tavi erzählt? Ekon zuckt mit den Schultern. Warum? Wie seid ihr in Tavi begegnet? Haben Karawanen beschützt. Sie hat viel geredet. Ich dachte, sie ist wohl ihre eigene Stimme verliebt. Warum habt ihr aufgehört zu reden? Der Waldwolf reibt sich den Hinterkopf und sagt, Amanda sagte, eine Karawane ist hier, du wirst wieder in die Taverne gehen. Tavi hatte einen schlechten Einfluss und dann kam Tame immer seltener. Standet ihr euch nahe? Es sind Freunde und Freunde gehen, aber Lord bleiben trotzdem. Verstehe. Das verstehe noch nicht. Elina, könntet ihr mir eine Flasche Wein geben? Ich brauche eine Flasche für den Tal, sie ist unser Gast, ihr könnt nicht Essen und Getränke vorenthalten. Die Wirtin hebt eine Augenbraue. Ich weiß nicht, warum euer Gnaden diese Happy eingeladen hat. Er wisst es natürlich besser, aber trotzdem. Danke, dass ihr ein solch wundervolles Fest für Ikon organisiert habt. Gerne, euer Gnaden. Ich bin auch froh, dass alles so gekommen ist. Außerdem ist es eine Freude, einen Mann wie Ikon daher zu unterhalten. Die Flasche an den Tavi weitergeben. Hier. Ich hoffe, es schmeckt euch. Und Tavi wirft dir einen warmen Blick zu und nickt dankbar. Vielen Dank. Wenn ihr nun bitte entschuldigt. Elina, bringst du mir bitte einen Korkenzieher? Würdet ihr bitte warten?
Also, mein Freund, ich entführe euch kurz. Wow, 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 wow. Inzi blickt dich überrascht an und bemüht sich, den Rhythmus zu halten. Wohin geht ihr? Wenn ihr jetzt geht, ist der ganze Plan gescheitert. Bei der Gruppe bleiben. Klar, wie der helle Tag. Wollt ihr nur eine Pause vor dem Leben? What the fuck? Gut, dann muss ich sagen, speichere ich aber diese Episode, weil das könnte jetzt noch länger dauern. Sorry, dass ich jetzt unterbrechen muss, aber ich weiß nicht, ob das nicht noch eine halbe Stunde hier dauert und weiß nicht, was das genau hier wird. Deswegen verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin's, euer Knupsum. Bye bye.